Vielen Dank, Kollege Dr. Wilken. Das Wort hat die Frau Abg. Schardt-Sauer, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Also eben bei der Rede des Kollegen Kummer habe ich mir kurz die Ohren gerieben und dachte, ich bin jetzt in der SPD-Europawahlkampfveranstaltung, aber es war bestimmt nur eine Fehlwahrnehmung. Also diese fulminante Werbung für die Bundesjustizministerin Erzi geht aber ein Stück weit am Thema vorbei. Die Headline heißt bei beiden. Die Headline beider Anträge heißt ja Pakt für den Rechtsstaat, Hessen setzt um, Pakt für den Rechtsstaat, die richtige Antwort. Das sind die Überschriften über die Initiativen einerseits von CDU und GRÜNEN und darüber hinaus SPD. Was eint sie in unterschiedlicher Tonlage, Lob, Tadel, wird die jeweilige einzige geniale Urheberschaft an dem Pakt und die Versäumnisse auf der jeweils anderen Ebene betont. Aber der sogenannte Pakt für den Rechtsstaat, er mag, und das teilen wir inhaltlich von dem, was dahinter steht, er verfolgt ein wichtiges Ziel, nämlich zum einen den Personalabbau bei Polizei und Justiz in den Bundesländern anzugehen. Und wir appellieren da ein Stück weit auch einmal, den Blick nach vorne zu richten, weil da liegen eigentlich die erheblichen Herausforderungen für die Aufstellung der Justiz. Bis 2030 werden bundesweit etwa 40% aller Richter und Staatsanwälte in den Ruhestand gehen. Diese Lücke aufzufüllen, das muss man vorbereiten. Das ist modernes Personalmanagement. Es bedarf endlich einer vorausschauenden Personalpolitik und nicht die erschrockene Kenntnisnahme, ups, da geht einer in Ruhestand. Moderne Personalpolitik hat das im Blick und arbeitet auch an der Nachwuchsrekrutierung. Und es bewahrheitet sich dann hier leider in diesen Papieren, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Der Pakt für den Rechtsstaat ist zu kurz gedacht oder man sagt manchmal gern zu kurz gesprungen. Vor allen Dingen aber wird er dieser Sprung der Bedeutung des Themas nicht gerecht. Und, werte Kollegen von der AfD, derartige Kommentierungen, die werden erst recht nicht der, sage ich mal, gar nicht oft genug zu betonenden Errungenschaft Rechtsstaat und was das für unsere Landen und für unsere Demokratie bedeutet, gerecht. Ich will Ihnen gar nicht den Gefallen tun, auf all das Klein-Klein einzugehen. Wir haben einen fitten Rechtsstaat im Blick und lassen uns da nicht auf Nebenkriegsschauplätze ein, um sozusagen, eigentlich machen Sie ja nichts anderes, als den Rechtsstaat in ein schlechtes Licht zu stellen. Sie haben die Herausforderung an einen modernen Rechtsstaat nicht verstanden. Den wollen Sie auch nicht verstehen. Aber da sind Ihre Wege eben andere. Der jetzt schon oft zitierte Pakt geht vor allen Dingen aber an einem strukturellen Problem vorbei. Und deshalb halten wir, ist das aus Sicht der Freien Demokraten ein Strohfeuer. Die Schaffung von bundesweit 2.000 neuen Stellen bis 2021 für Richter und Staatsanwälte deckt noch nicht einmal ansatzweise den Bedarf im Bereich Justiz. Wie gesagt, immer auch bitte den Fokus nach vorne. Was kommt da vor allen Dingen generationsmäßig auf uns zu? Und, werte Kolleginnen und Kollegen, eine Einmalzahlung bitte ist doch keine Basis für eine langfristige Personalpolitik im Bereich Justiz. Die Gewinnung von Personal, das wissen private Unternehmen, das wissen Verbände, das weiß auch der Bereich der öffentlichen Verwaltung hoffentlich bald. Diese Fachkräfte, das braucht mehr Kreativität. Und vor allem diese Einmalzahlungen, sie werden nicht ausreichen, um die damit aufzufüllenden Stellen überhaupt zu finanzieren. Wenn man diesen Weg gehen will und adressieren will an den Bund, dann muss schon ein deutlich namhafter Betrag kommen. Und
Die nächste Geschichte, wo auch eher, sage ich mal, ein Stück weit ein Taschenspielertrick benutzt wird, das ist die Verrechnung von bisher geschaffenen Stellen. Das ist ja auch total genial. Das ist erst recht kein Pakt für den Rechtsstaat, sondern ein Trick mit den Rechenschieber. Das ist Flickschusterei. Wir Freien Demokraten sagen, nachhaltig die Strukturen stärken und ausbauen. Und vor allen Dingen, und das meinen wir auch wieder mit diesem Blick nach vorne, im Jahre 2019 mit den Herausforderungen einer offenen Gesellschaft, einer digitalisierten Welt, einer globalen Welt, hier bedarf es auch neuer und moderner Strukturen, wie Justiz aufgestellt ist. Justiz muss zukunftsfit gemacht werden. Und damit wird sie auch, wenn das erkennbar ist, ein Stück weit attraktiv als Arbeitgeber. Da bietet sich durchaus ein spannendes Potenzial. Und das wäre nach unserer Auffassung, auch von den Dimensionen mal für künftige Generationen gedacht, wahrhaftig ein Pakt für den Rechtsstaat und würde dem Wort wirklich gerecht. Denn ich glaube, da sind wir uns einig, die Bürgerinnen und Bürger müssen sich darauf verlassen können, dass sowohl Justiz als auch Polizei in Hessen funktionsfähig ist. Das meint aber, Sie müssen darauf vertrauen, das funktioniert schnell und gut. Und dabei gibt es eine zentrale Achse. Das ist die Polizei und die Justiz. Bezeichnend ist die aktuelle Debatte, es war ja gestern und heute in den Medien zu verfolgen, wie sicher ist Deutschland. Der Nächste im Lobclub, Herr Seehofer, überschlägt sich vor Eigenlob, Deutschland war nie so sicher wie heute. Das Problem ist nur, die Bürger fühlen das nicht so. Die Polizei verfolgt und bringt Fälle zur Staatsanwaltschaft und Gericht. Schnell wird geahndet, die Konsequenz folgt. Frage: Das ist leider nicht die Realität. Und das meine ich mit dieser Achse. Hellfeld, Dunkelfeld, völlig neue Diskussionen. Was wird dann überhaupt zur Anzeige gebracht? Helfen uns diese Statistiken weiter? Was sind ja die Herausforderungen? Und die Durchsetzungsfähigkeit des Rechtsstaates hängt daher von beiden Bereichen ab, von der Personalausstattung der Gerichte und der Staatsanwaltschaften. Aber auch die Polizei muss entsprechend handeln können, und vor allen Dingen gerichtliche Verfahren müssen zügig auf den Fuß folgen. Die Strafe muss unmittelbar geahndet werden. Und dafür braucht es eine schnelle und effiziente Justiz. Werte Kolleginnen und Kollegen, mit Ausnahme der hessischen Arbeits- und Finanzgerichte lag nach PEPSI der Deckungsgrad, die Zahl der Staatsanwälte und Richter für die Jahre 2017 und 2018 immer noch deutlich unter dem tatsächlichen Bedarf. Noch gar nicht diese Riesenpensionierungswelle eingerechnet. Und der Deckungsgrad für Staatsanwälte lag im Jahre 2018 bei 78%. Wie gesagt, wichtige Achse für die Ahnung von dessen, was die Polizei in wichtiger Arbeit tut. Und der Deckungsgrad der Verwaltungsrichter bei 82%. Verwaltungsgerichte, ganz wichtiger Indikator. Wie schnell geht meine Baugenehmigung durch? Wie schnell hilft der Staat in solchen Situationen? Daneben sind aber leider auch noch Stellen bei hohen und im gehobenen Dienst an den hessischen Gerichten unbesetzt. Insgesamt, werte Kolleginnen und Kollegen, ist das in der heutigen Zeit problematisch. Es wurde mehrfach angesprochen, und das ist ein Fakt, wonach Worten Taten folgen müssen, aber vor allen Dingen auch Konzepte im Hinblick auf die Zukunftsaufgaben. Polizeirichter und Staatsanwälte sind in vielen Teilen heillos überlastet und arbeiten an der Belastungsgrenze. Und ursächlich ist neben der Personalausstattung auch, und das ist auch eine Frage im Jahre 2019, die immer umfangreich werden der Verfahren. Ja, wie managen wir die große Wirtschaftsstrafsachen? Ist die einzige Antwort, die irgendwann einzustellen wegen Zeitablauf? Das ist keine gute Antwort von einem Rechtsstaat und für den berühmten kleinen Bürger, wie er das empfinden mag. Wie geht man mit Taktiken um, dass Verfahren in die Länge gezogen werden, und wie kann man darauf reagieren? Auch dafür brauche ich eine modern aufgestellte Justiz.
Wie gesagt, eine der größten Herausforderungen, die erhebliche Pensionierungswelle in allen Bereichen. Das trifft auch viele Ministerien. Man kann das ja wunderbar, einfach ohne Personalberater zu sein, anhand der Geburtsdaten herausfinden. Die Nachwuchsfindung gestaltet sich schwierig, weil Juristinnen und Juristen vielfach die freie Wirtschaft attraktiver finden, aber übrigens nicht nur wegen des Geldes. Es hat auch etwas mit der Attraktivität, mit der Modernität und mit den Möglichkeiten, seinem Beruf, seiner Leidenschaft nachzugehen, zu tun. Es bedarf unserer aller gemeinsamen Anstrengung und jeglicher Kreativität in diesem Bereich, um eine volle Stellenauslastung sicherzustellen, damit eine effektive Strafverfolgung gewährleistet werden kann. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Das heißt aber nicht, dass bei der künftigen Einstellung im Bereich Justiz oder bei den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten Einschränkungen bei der Qualität gemacht werden. Das sollte auch klar sein. Wie gesagt, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Freie Demokraten empfinden diesen Pakt als zu kurz gesprungen. Wir wünschen uns mehr langfristige Schritte, wenn Justiz wirklich zukunftsfit gemacht werden soll. Und damit das Wichtigste, und das ist unser Credo, ich glaube, weitestgehend gemeinsames Credo, damit das Vertrauen in den Rechtsstaat wieder etwas stärker, aber auf jeden Fall gewahrt bleibt. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Abg. Schauder, Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Pakt für den Rechtsstaat will das Vertrauen in die rechtsstaatliche Demokratie stärken, die Handlungsfähigkeit des Rechtsstaates erhalten und verfolgt damit ein hehres Ziel, das wir ausdrücklich unterstützen. Und, lieber Herr Kollege Kummer, wir haben auch kein Problem, das auch einmal ganz deutlich auszusprechen. Die Umsetzung des Paktes und die Beratung der vorliegenden Anträge bietet meiner Meinung nach auch die schöne Gelegenheit, einmal zu reflektieren, was Rechtsstaatlichkeit im Alltag für die BürgerInnen dieses Landes und uns selbst bedeuten muss. Für mich persönlich bedeutet sie die Freiheit vor Willkür, Repression und Unrecht sowie den Schutz unserer Grundrechte und den Anspruch auf rechtliches Gehör. Und trotz aller Herausforderungen dabei haben wir in unserer Bundesrepublik und allen 16 Bundesländern völlig unabhängig von der politischen Couleur der jeweiligen Regierung einen solchen funktionierenden Rechtsstaat. Das grundsätzliche Funktionieren zeigt sich insbesondere auch dann, wenn staatliche Organe auch einmal Gerichtsprozesse verlieren. Ich betone das deswegen so ausdrücklich, weil das weder historisch noch global gesehen eine Selbstverständlichkeit ist. Ganz im Gegenteil. Diese große Errungenschaft müssen wir DemokratInnen immer wieder gegen die Feinde unserer Verfassung verteidigen. Und mittlerweile auch insbesondere gegen rechtspopulistische und extremistische Parteien, die aus den Parlamenten heraus ganz unverhohlen unseren Rechtsstaat angreifen. Wenn Verdachtsfälle Grundrechte angreifen, z.B. das Asylrecht einschränken wollen, weil es in der Praxis eben auch einmal Arbeit für die Verwaltungsgerichtsbarkeit bedeutet, dann legen Sie die Axt an den Rechtsstaat und erklären Gruppen von Menschen zu Rechtssubjekten zweiter Klasse. Das, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, werden wir garantiert nicht zulassen. Wir werden entschieden für den Verfassungsauftrag aus Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz kämpfen, und der lautet: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Das sollten sich manche noch einmal ins Parteibuch schreiben.
Ihre kindischen Zwischenrufe zeigen, dass Sie dieser Würde dieses Hauses nicht gerecht werden, und betonen nur einmal mehr, was ich gerade gesagt habe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für diesen Verfassungsauftrag und für eine allgemein leistungsfähige und bürgerinnennahe Justiz haben wir bereits in der vergangenen Legislatur gearbeitet. Ich möchte an unseren Schwerpunkt im Bereich Prävention erinnern, beispielsweise durch die Schaffung neuer Häuser des Jugendrechts in Offenbach und Frankfurt. Denken wir an die stärkere Förderung der wertvollen Arbeit der Hessischen Opferhilfevereine, die explizit in Projekte zum Schutz vor häuslicher Gewalt fließt. Und nicht zuletzt an das Justizaufbauprogramm, wo wir mit 146,5 neuen Stellen für Richterinnen und Staatsanwältinnen in den Jahren 2017 bis 2019 gesorgt haben. Bemerkenswert ist dabei auch, dass der Pakt für den Rechtsstaat von unserem Land Hessen bis 2021 149 Stellen fordert. Das haben wir also bereits jetzt fast schon erreicht, und das werden wir übertreffen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und an dieser Stelle, Herr Kollege Kummer, kann ich Ihre Kritik, es hätte nur kosmetische Korrekturen gegeben, wirklich nicht nachvollziehen. Ich teile ja Ihre Kritik, Ihre Auffassung, dass der Personalabbau unter dem damaligen FDP-Justizminister Hahn ein schwerer Fehler war. Aber Sie müssen doch mittlerweile anerkennen, dass wir unter unserer Regierungsbeteiligung eine echte Trendwende geschaffen haben. Und, Herr Kollege Kummer, Sie können doch nicht einerseits Ihre Bundesjustizministerin für den Pakt, der auch nur einen Bruchteil unserer Aufwendungen finanziert, in den Himmel loben, während Sie andererseits kritisieren, dass Ihnen hierzulande ja alles viel zu langsam ginge und der Stellenaufbau zu wenig sei, obwohl wir doch die Anforderungen des Paktes übertreffen. Herr Kollege, das ist doch widersprüchlich. Wie Sie sehen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sind wir schon jetzt auf einem hervorragenden Weg, um den Pakt für den Rechtsstaat in Hessen umzusetzen. Aber lassen Sie uns den Blick in die Zukunft richten, denn im Koalitionsvertrag haben wir noch weitere wegweisende Maßnahmen vereinbart, um uns die Fördermittel des Bundes zu sichern und unsere Justiz fit für die Zukunft zu machen. Wir werden die Arbeitsbedingungen in der Justiz weiter verbessern. Dazu gehören moderne und innovative Arbeitszeitmodelle, eine Aufstockung des Stellenpools für Elternzeit und Pflege, wie auch externe Personalberatung zum Gesundheitsmanagement. Zudem werden wir die Ausweitung des Lebensarbeitszeitkontos auf RichterInnen prüfen. Außerdem spielt natürlich die Entlastung des bereits angesprochenen weiteren Personalaufbaus eine wichtige Rolle. Mit attraktiven Arbeitsbedingungen sichern wir uns das beste Personal für die Zukunft. Im Bereich der Qualitätssicherung werden wir für unsere Justizbediensteten noch mehr Fortbildungen zur Verfügung stellen, insbesondere im Hinblick auf interkulturelle Kompetenzen. Die MitarbeiterInnen des Opferschutzes werden wir besser im Umgang mit Ausnahmesituationen schulen. Des Weiteren werden wir unter anderem durch räumliche Trennung von Täter und Opfer sowie Anhörung per Videoaufnahme einen besseren Zeugen- und Opferschutz erreichen. Schließlich gilt für uns in Hessen der Grundsatz Opferschutz vor Täterschutz. Und nicht zuletzt, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, strahlt die Digitalisierung heutzutage in alle Lebensbereiche und macht somit natürlich auch vor der Justiz nicht Halt. Analoge Schriftsätze und Räume voller Aktenberge wirken auf BürgerInnen zu Recht altbacken und ineffizient. Wir werden die notwendigen Mittel und Fortbildungen zur Umsetzung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte bereitstellen, denn Hessens Justiz geht mit den Zeichen der Zeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe es vorhin bereits angedeutet, der Antragstitel unseres gemeinsamen Antrags verspricht nicht zu viel. Hessen setzt den Pakt für den Rechtsstaat um, und im Gegenzug erwarten wir natürlich auch von der Bundesregierung, dass sie ihre Zusagen einhält.
Und trotz alledem möchte ich auch einmal betonen, wird es in Zukunft auch einmal dazu kommen, dass es in der Justiz entweder mal etwas langsamer läuft oder sogar Fehler geschehen. Denn das ist völlig menschlich. Und ein Rechtsstaat in Vollkommenheit ist unerreichbar. Wir aber arbeiten an dem Besten, den wir bekommen können. Und darauf können sich die BürgerInnen dieses Landes verlassen. Vielen Dank, Kollege Schauder. Das war die erste Rede des Kollegen Schauders. Herzlichen Glückwunsch dazu. Alles Gute. Jetzt kommt die Justizministerin, Frau Staatsministerin Kühn-Hermann. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es geht heute um ein wichtiges Thema. Es geht um die Gewährleistung der Sicherheit und Freiheit für die Bürgerinnen und Bürger mit einer leistungsfähigen und modern ausgestatteten Justiz mit dem Pakt für den Rechtsstaat. Einige meiner beiden Vorredner aus der Koalition, die Herr Schauder und der Kollege Heinz, haben es schon angesprochen, aber ich will es noch einmal wiederholen. Dieser Herausforderung haben wir uns bereits in der letzten Legislaturperiode angenommen. Und lange bevor der Bund im März vergangenen Jahres im Koalitionsvertrag den Pakt für den Rechtsstaat aufgenommen hat, gehandelt. Und, Herr Kollege Kummer, zur Historie gehört auch, dass der Pakt für den Rechtsstaat in die Koalitionsvereinbarung nicht durch Frau Barley gekommen ist, sondern durch die Ministerpräsidenten der Länder. Und das hat Frau Barley auch selbst gesagt. Sie ist damit zitiert worden. Sie hat allen 16 Justizministern im Sommer 2018 auf der Justizministerkonferenz gesagt, diesen Pakt habe ich nicht verhandelt. Das waren die Ministerpräsidenten. Damit will ich nichts zu tun haben. Und ich werde auch kein Geld in meinem Haushalt etatisieren. Das ist die Wahrheit zu diesem Thema. Und wer hat am Ende das Geld etatisiert für den Pakt für den Rechtsstaat? Das war der Kollege Olaf Scholz, der nämlich damals als Ministerpräsident sozusagen von Hamburg diesen Pakt verhandelt hatte. Also, wenn man schon die Historie bemüht, Frau Barley hatte mit diesem Pakt nichts zu tun. Und es ist gut, dass etwas herausgekommen ist, weil sie nicht viel daran verhandelt hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Pakt für den Rechtsstaat ist ein Pakt, der die Länder betrifft. Und das, was zunächst vorlag, das hätte keines der Bundesländer, übrigens auch kein SPD-regiertes Bundesland, angenommen, weil in der Tat, Herr Wilken, Sie darauf hingewiesen haben, dass die Belastungen vom Bund auch jetzt hört er gar nicht zu, wenn ich ihn anspreche, der Herr Wilken, aber das ist im Plenum halt so erst reden und dann nicht zuhören. Also, Herr Kollege Wilken, Sie haben angesprochen, den Bund, dass er uns Lasten auferlegt und das, was Frau Barley ursprünglich vorgelegen hat und vorlegen wollte, das hätte keiner der Ministerpräsidenten, auch nicht die SPD-Ministerpräsidenten, beschlossen. Am Ende ist es so gelaufen, dass wir Länder beeinflusst haben, welche Themen am Ende eine Rolle spielen, die den Pakt für den Rechtsstaat für die Länder tatsächlich attraktiv machen. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, will ich beginnen mit dem, was wir schon alles getan haben. Wir haben nämlich mit einem Justizaufbauprogramm in der letzten Legislaturperiode neue Stellen geschaffen. Und wenn man diese neuen Stellen insgesamt über 500 ansieht, dann kann man von den Richterstellen sehen, dass wir 159 Richterstellen nach dem Pakt für den Rechtsstaat in Hessen schaffen müssten. Und es sollen die Länder nicht benachteiligt werden, die die Stellen schon geschaffen haben. Und wir haben inzwischen geschaffen 146,5 Richterstellen. Das heißt, für den Pakt für den Rechtsstaat fehlen noch 2,5 Stellen. Wir haben unsere Verpflichtungen bereits jetzt erfüllt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Daraus wird sichtbar, Herr Kollege Kummer, dass der funktionierende und wehrhafte Rechtsstaat in Hessen höchste Priorität hat. Und daran kann man auch sehen, dass der Bund am Ende
so schnell wie möglich Frau Barley bezahlen muss, weil wir von den Ländern, nämlich in vielen Ländern, Vorleistungen getätigt haben. Ich bin sicher, dass wir noch vor der Sommerpause belegen können, dass wir von den großen Ländern 1.000 Stellen geschaffen haben und Frau Barley die erste Rate rausrücken muss, mit der wir dann in den Ländern weiter den Rechtsstaat aufbauen können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht um Digitalisierung. Auch das ist schon angesprochen worden. Die Digitalisierung ist für die Justiz ein großes Thema. Da geht es nicht nur um den Zugang, um den Service, sondern es geht auch um eine moderne Kommunikation für die Bürgerinnen und Bürger, die auch nicht nur in den Ballungsgebieten wohnen. Es geht um den Opferschutz, ja, und es geht um die Opferberatungsstellen. Und es geht um all die Themen, die damit zusammenhängen, die Verfahren zu beschleunigen. Und dabei will ich darauf hinweisen, dass die Verfahren vor Gericht nur dann schneller werden können, und das enthält der Pakt für den Rechtsstaat auch, wenn die Bundesjustizministerin jetzt endlich vorlegt auf Bundesebene Änderungen in der Strafprozessordnung, Änderungen in der Zivilprozessordnung und Änderungen bei den Verwaltungsgerichtsbarkeiten für die Verfahren, die zur Beschleunigung führen. Nur wenn diese Beschleunigung, die wir von den Ländern fordern, kommt, können am Ende auch viele Verfahren kürzer werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will noch einen Punkt erwähnen, den digitalen Service Point, ein besonderes Angebot für die Justiz, der dazu führt, dass alle Belange von Bürgerinnen und Bürgern dort beantwortet werden können, persönlich durch jemanden, der an dem digitalen Service Point sitzt. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist der Pakt für den Rechtsstaat ein Anfang, um weiter mit dem Bund darüber zu reden, an welchen Punkten wir eigentlich in Zukunft tätig werden. Herr Kollege Kummer, ich will noch einen Satz sagen. Sie haben die Präsidenten der Gerichte genannt und auch den OEG-Präsidenten. Wenn OEG-Präsidenten nicht immer sagen würden, dass sie weitere Stellen brauchten, dann wären sie, glaube ich, falsch im Amt. Aber was man nicht sagen kann, ist, dass das Oberlandesgericht viel schlechter als alle anderen Länder dasteht. Und der OEG-Präsident hat darauf hingewiesen, wenn Phänomene auftreten, beispielsweise bei den Staatsschutzverfahren, die Verfahren höher werden, dass dann Probleme entstünden könnten. Das kann immer passieren. Und wenn solche Phänomene und Wellen entstehen, dann werden wir, wie wir das in der Vergangenheit auch getan haben, uns diesen Themen widmen und darauf reagieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es kommt darauf an, bei dem Rechtsstaat nicht nachzulassen und sich weiter mit aller Kraft darum zu kümmern, ihn zu stärken und die Freiheit und Sicherheit der Menschen in Hessen zu gewährleisten. Zum Schluss will ich noch etwas sagen zu dem Abgeordneten der AfD, Herrn Schenk. Das, was Sie vorgetragen haben in Ihrer Rede, war eine Aneinanderreihung von Hetztiraden. Was Sie dargestellt haben, hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Rechtsstaat in Deutschland und in Hessen zu tun. Und zum Schluss. Und zum Schluss, die Schlüsse, die Sie gezogen haben aus der Auseinanderreihung von Taten, die nichts miteinander zu tun haben, zeigen Sie, dass Sie nicht zum Rechtsstaat im Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland stehen. Vielen Dank, Frau Ministerin. Das Wort hat der Kollege Kumme, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es dauert keine fünf Minuten, aber ein paar Punkte wollte ich noch einmal richtigstellen bzw. auf die wollte ich eingehen. Zunächst einmal an die Justizministerin Frau Kühne-Hörmann gerichtet. Der Punkt sei nicht die Bundesjustizministerin gewesen. Also, ich weiß ja nun, in der Regel ist es im Leben so, dass der Erfolg immer viele Väter und Mütter hat. Das ist halt einmal so, da muss man manchmal mit leben. Aber es lässt sich ja nachvollziehen. Es gibt ja einen Koalitionsvertrag auf Ebene der Bundesregierung.
Und meine Informationen sind eben die, dass es seitens meiner Partei in den Koalitionsvertrag gekommen ist. So, und dann ist es eben so. Und insofern denke ich, brauchen wir uns da gar nicht weiter darüber zu streiten, weil der Erfolg ja manchmal viele Väter und Mütter hat. Das ist das eine. Ansonsten wird man das gerne noch einmal nachvollziehen. Was mich allerdings betrifft, Frau Ministerin Kühne-Hermann, das war jetzt Ihr Versuch, die Aussagen des Oberlandesgerichtspräsidenten so ein bisschen infrage zu stellen. Also ich denke mal, wenn ein Oberlandesgerichtspräsident, der zugleich oberster Richter in unserem Land ist, Präsident des Staatsgerichtshofs, Aussagen trifft über die Personalausstattung seines Gerichts, dann nehme ich das zu 100% für richtig und für ernst und für wahr. Und der Versuch, das damit abzutun, dann, wir wissen ja immer, bei Stellen wird immer mehr gefordert, als man braucht. Das mag vielleicht irgendwo so sein, aber nicht beim obersten Richter dieses Landes. Davon bin ich überzeugt. Das würde ansonsten mich zu großem Nachdenken verleiten müssen, was es nicht soll. Also, und im Übrigen wissen wir aber in dem Zusammenhang, dass es doch so ist, dass die obersten Gerichte oder die obersten Behörden in der Regel eher in der Lage sind, Personal zu beschaffen. Ich glaube, das soll auch auf Ministeriumsebene so sein, anders als auf der Ämterebene. Insofern wird es mir noch einmal zu denken geben, wenn das nicht stimmen sollte, was er sagt. Last but not least. Es kommt im Übrigen, meine sehr geehrten Damen und Herren, gar nicht immer nur auf die Stellen an. Das möchte ich in dem Zusammenhang noch einmal sagen. Wir reden oft, das haben wir schon früher im Haushaltsausschuss so gemacht, um Stellen. Viel wichtiger als die Stellen, die man sicherlich haushaltstechnisch braucht, sind die Menschen, die sie dann besetzen müssen. Und das ist doch der Punkt, den auch die Kollegin von der FDP-Fraktion zu Recht angesprochen hat. Also wir müssen doch schauen, wie kriegen wir denn das passende Personal, das qualifizierte Personal auf all diese Stellen? Und vor allen Dingen, wie werden wir auch der Tatsache gerecht, dass in den nächsten Jahren ganz, ganz viele Menschen aus der Verwaltung und auch aus den Gerichten ausscheiden werden, die mit qualifiziertem Personal nachbesetzt werden müssen? Letzter Satz an den Kollegen Schauder, weil er sprach von einer Trendwende. Das ist genau der Punkt, den ich versucht habe zu umschreiben mit dem Begriff der Springprozession. Aber ich glaube, das hat nicht jeder so verstanden. Also dieser Echternacher Pilgerschritt, zwei Schritte zurück und einen Schritt vor. Wenn Sie gucken, was da aufgrund der Aktion Düstere Zukunft an Hunderten von Stellen in der Justiz abgebaut worden ist, dann stimmt es einerseits, dass es heute mehr Stellen gibt, aber nicht als damals. Sie müssen das einmal vergleichen, ja, was da noch auszugleichen ist an Abbau aus den letzten Jahren, seit diese Landesregierung von der CDU geführt wird. Da sind wir noch lange nicht an dem Punkt, an dem wir einmal waren. Und das ist doch das eigentliche Problem. Insoweit kann man in dem Zusammenhang in keiner Weise, finde ich, von einer Trendwende sprechen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kummer. Das Wort hat der Abg. Lambrou, Fraktionsvorsitzender der AfD. Sehr verehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Sie haben ja jetzt in dieser Debatte ausführlich die Gelegenheit genutzt, auf die AfD-Fraktion draufzuschlagen. Wir möchten hierauf noch einmal erwidern, weil wir den Eindruck haben, dass Sie jegliches Maß in der Auseinandersetzung mit der demokratisch gewählten und demokratisch legitimierten AfD verloren haben. Es geht hier um einen Rechtspakt. Und es gibt einen guten Teil der Bürger dieses Landes, ob es ihnen passt oder nicht, die den Eindruck haben, dass CDU und SPD das Recht an einigen Stellen in der Vergangenheit gebrochen haben. Es geht konkret um den Artikel im Grundgesetz, Artikel 16a. Es geht konkret um die Rechtsvereinbarung zu Dublin III. Das sind Gesichtspunkte, die sind absolut legitim. Und das ist, was die AfD hier vertritt. Und das ist demokratisch und nichts weiter. Jetzt wollen Sie einen Rechtspakt beschließen. Ich sage dazu, achten Sie die Gesetze, dann bedarf es keines Rechtspaktes. Wenn Ihnen die Gesetze nicht gefallen, dann ändern Sie die Gesetze. Haben Sie dazu den Mut? Das ist die Frage. Die 2.000 Stellen im Bereich Justiz
und die 7.500 Stellen im Bereich Polizei, die haben verschiedene Ursachen, warum hier jetzt Personal eingestellt werden muss. Und genauso wie bei der Wohnungsnotdebatte etwas früher am Tage ist eine wesentliche Ursache, nicht die einzige, für diesen notwendigen Aufbau, dass wir 2 Millionen Menschen in diesem Land aufgenommen haben. Und Sie halten es nicht aus, wenn der Kollege Schenk zu Recht darauf hinweist. Ich verweise noch einmal auf dieses Raumschiff Landtag, was wir zur Landung zwingen werden, denn wir sind jetzt 5 Jahre da, und wir werden Argumente, die in diese Debatte gehören und die Ihnen nicht gefallen, weil Sie teilweise anscheinend die Realität nicht zur Kenntnis nehmen möchten, die werden wir hier äußern. Und das ist nicht radikal, das ist nicht extremistisch, das ist legitim, es ist demokratisch. Und jeder 7. Bürger, der zur Wahl gegangen ist, hat die AfD gewählt und sieht es genauso. Wollen Sie diese ganzen Bürgerinnen und Bürger dieses Landes auch in eine extreme Ecke stellen? Machen Sie Ihre Aufgaben. Ich glaube, es ist alles gesagt, und ich gehe auf die Provokationen in Form von Zwischenrufen jetzt nicht weiter ein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Lambrou. Das Wort hat der Abg. Dr. Wilken, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will doch noch einmal mit einem, sagen wir mal vorsichtig, Missverständnis aufräumen. Meine Damen und Herren von der AfD, Demokratie heißt, Sie sind demokratisch legitimiert in dieses Haus gewählt worden und dürfen hier reden. Das tun Sie auch. Und wir hören Ihnen zu. Das hat nichts mit einem Demokratiedefizit zu tun. Aber, meine Damen und Herren von der AfD, es gibt kein Recht auf Dummheit. Deshalb nennen wir dumm, dumm. Und deshalb nennen wir gefährlich, wenn Gefahr droht. Das ist auch unsere Aufgabe. Weil es geht nicht darum, dass wir hier die Meinung von Bürgerinnen unterdrücken, von denen Sie vorgeben, sie hier vertreten zu sollen. Wir haben den Auftrag, mache ich noch einen Tipp. Sie sind Abgeordnete des gesamten hessischen Volkes, nicht Ihrer Wählerinnen und Wähler. Aber vielleicht schauen Sie einfach einmal in Verfassungstexte hinein. Meine Damen und Herren, unsere Aufgabe hier ist es, herauszuarbeiten, mit welchen kruden Dummheiten die AfD Landespolitik betreibt, damit beim nächsten Mal Bürgerinnen und Bürger wissen, was sie wählen, wenn sie falsch wählen, aus meiner Sicht. Danke sehr. Vielen Dank, Kollege Dr. Wilken. Ich habe jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Es wird vorgeschlagen, dass wir zur Geschäftsordnung. Bitte sehr. Also, geht nicht? Also, okay. Ich bitte den Kollegen zu rügen. Das, was er gerade gesagt hat, bitte ich auch in den nächsten Ältestenratssitzung mit aufzunehmen. Wir wissen jetzt nicht, welcher Kollege es ist und was er gesagt hat. Wir können einen Protokollauszug machen lassen. Dann sehen wir weiter. Also, wir machen einen Protokollauszug und dann sehen wir, was hier eventuell gemeint ist. So. Kollege Frömmrich, auch zur Geschäftsordnung. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielleicht sollten wir es einmal so machen. Parlamentarisch korrekt sollte der Kollege vielleicht sagen, was er rügen will und von welchem Kollegen er was gerügt haben will und wie wir das dann machen und ob das im Ältestenrat besprochen wird oder so. Vielleicht sollten wir hier einmal dazu kommen, dass auch die neuen Kolleginnen und Kollegen, die ja hier immer wieder betonen, dass sie gewählt worden sind, vielleicht auch einfach einmal die Regeln dieses Hauses und der Geschäftsordnung wahrnehmen, wenn sie hier Anträge stellen, weil ansonsten wissen die anderen Fraktionen nicht, was hier eigentlich gemacht werden soll.
Noch einmal zur Geschäftsordnung, bitte. Herr Wilken, der uns dumm und krude Theorien vorgeworfen hat. Also, meine Damen und Herren, wenn hier einer rügt, dann bin ich das, damit es auch einmal klar ist. Und wenn der Präsident darum bittet, dass ihm ein Protokollauszug gemacht wird, dann wird er gemacht. Das ist selbstverständlich. Wir kriegen nicht alles mit manchmal. Da bitte ich um Verständnis, weil manchmal von manchmal von vielen Seiten alles Mögliche, in welcher Intention auch immer, reingerufen wird. Und deshalb ist immer das Neutralste und das Objektivste, wenn wir einen Protokollauszug haben. Vielleicht ist er auch für die Kollegen der AfD wichtig. Dann können Sie dann entscheiden, ob Sie irgendeinen Punkt im Ältestenrat gelegentlich ansprechen. Das ist dann Ihre Entscheidung. So, sind wir uns jetzt einig. Dann, meine Damen und Herren, sage ich noch einmal die beiden Anträge. Tagesordnungspunkt 47 und 37, das ist 20397 und 20332, sollen in den Rechtsausschuss zur weiteren Beratung. Kein Widerspruch, dann wird das so gemacht.